Wenn der Majoran anfängt zu blühen, was sollte man dann tun? Sollte man diesen abernten? Kann man diesen dann überhaupt noch essen? Ist er noch genießbar? Alle diese Fragen möchte ich euch in diesem Video beantworten. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran, denn direkt nach dem Intro gibt es die Antworten auf all diese Fragen. Bis gleich. Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Kurz gesagt TTKW. Mein Name ist Zusch Vinzenz und ich möchte euch in diesem Video erklären, was ihr tun müsst, wenn der Majoran anfängt zu blühen. Als erstes solltet ihr euch sicher sein, dass es sich um Majoran handelt und nicht um Oregano. Denn Oregano und Majoran gehören zur gleichen Familie und sehen sich sehr ähnlich. Den einzigen Unterschied, wo ihr Majoran von Oregano unterscheiden könnt, sind die Blätter. Die Blätter vom Majoran sind oval und glatt. Die vom Oregano hingegen sind haarig, also die sind weich und haarig. Das hier ist eindeutig Majoran. Die Blüten vom Majoran sind nicht schlecht. Also ihr könnt den Majoran trotzdem essen, auch wenn dieser anfängt zu blühen. Allerdings ist der intensive Geschmack vom Majoran viel stärker, wenn ihr ihn erntet, bevor er blüht. Denn das ganze Aroma geht dann in die Blüte hinein. Und somit schmeckt jetzt die Blüte sehr intensiv. Also ihr könnt euch auch die Blüte kleinschneiden und könnt diese zum Beispiel in eure Bratkartoffeln tun. Wenn ihr Majoran erntet, solltet ihr darauf achten, dass ihr nur das obere Drittel der Pflanze abschneidet. Also nicht unten abschneiden, sondern nur das obere Drittel. Denn somit bleibt die Pflanze dann schön buschig oder wird dadurch schön buschig. Wenn die Blüten dann Samen gebildet haben, könnt ihr diesen im letzten Stadium, wenn die Blüten dann vertrocknen, könnt ihr diese abnehmen und könnt die Samen euch rausholen. Und somit könnt ihr im nächsten Jahr euch euren Majoran wieder selbst anbauen. Denn Majoran ist ja nur eine einjährige Pflanze, hingegen zum Oregano, der mehrjährig steht. Ja, und wenn ihr jetzt weitere Fragen, weitere Anregungen zum Majoran habt, dann schreibt diese unten in den Kommentaren. Würde mich und auch bestimmt andere Zuschauer sehr interessieren. Verwendet die Bewertungsfunktion, indem ihr ein Like oder ein Dislike dalasst. Abonniert meinen kostenlosen Kanal, damit ihr zukünftig keines meiner neuen Videos mehr verpasst. Abonniert auch meinen Instagram-Account, um noch früher die neuesten Informationen zu erhalten. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ciao und bis bald, euer Zusch Vinzenz. Und nun legt euch wieder hin, denn ich werde jetzt den Majoran ernten.